Da wäre wieder. Play. Wir haben jetzt unser Erste-Hilfe-Kit. Wir haben 150 Artefakte. Das heißt, wir haben jetzt 4 Leben. Warum haben wir nur 4 Leben? Wir haben jetzt 5 Leben. Und 3x3. Also haben wir eigentlich 14 Leben. Damit müsste es doch wohl machbar sein, hier durchzukommen, oder? Aber da ich nichts riskieren will, erhöhen wir das nochmal ein bisschen. So. Nur für den Fall. Denn die Statuen sind einfach nur garstig. Na gut, wir haben genug Munition inzwischen. Wir wollen runter. So, hier waren die Statuen. Das heißt, wir wollen nicht irgendjemand in die Augen gucken. Wir wollen hier lang. Hier kamen die gleich schon. Da sind die Dinger, die immer wieder aufstehen, die ziemlich irritierend sind. So. Da ist eine Statue. Das ist gemein mit den zwei Statuen. Und ich muss. Wo muss ich hin? Warte. Ich muss gar nicht zu den Statuen. Muss hier runter. So, okay. Jetzt brauche ich Lebenspunkte. Hops. Na, ah, hier will ich. Genau. ein Lebenspunkt. Ich wollte gerade sagen, da will ich nicht hin. Da sind die richtig vielen Statuen. Aber na gut. Hau. Oh. Auch eigentlich essen, aber hier ist nirgendwo mehr essen, das weiß ich. Na gut, also wenn ich es richtig verstanden habe, können wir nicht sterben, wenn wir das Ding dabei haben. Und darauf vertraue ich jetzt aber mal. Und da geht's runter. So, hier könnte es neues Essen geben. Gib mir Essen. Bitte, bitte, bitte. Ist das jetzt eigentlich schon, das ist das dritte Level, richtig? Beim vierten, in der letzten, haben wir eine Statue wach geworden. Bei dem vierten Level in der ersten Welt gab es den Boss. Also gibt es hier wahrscheinlich auch einen Boss. Den man nicht töten kann. Jedenfalls wissen wir nicht, wie wir ihn töten können. Und ich würde gerne hier durch. So. Oh, da fällt mir ein, wir müssen gar nicht so häufig schießen. Die unteren zwei Blöcke reichen, dann klettern wir einfach. Okay. Wieder was dazugelernt. Trotzdem hätte ich echt gern was zu essen. Hallo. Ja, schieß ruhig. Ich glaube, hier kommst du nicht hoch. Ist hier eine Frucht dran? Nein. Da oben liegt schon mal, was ich haben will. Oh. So, sicher, sicher. Essen. Plündern, plündern. Kann man im Flug? Ja, kann man. Aber da komme ich nicht hoch. Was zur Hölle? Das ist ein Parkourmeister. Hops. Hops. So. Genau. Dich entschärfen. 3 coolen Springschuhe haben wir schon für verkampeltes Fleisch. Ja. Hätten wir uns sparen können. Konnten wir nur nicht vorwissen. Stirb. Stirb, stirb. Wo ist der andere? Da. Dynamit lassen wir hier, außer wir finden gleich irgendeinen Boss, der Dynamit brauchen könnte. Oh, ein Springbrunnen. Sehr schön, weil der heilt auch noch gleich. Zing und... Oh, 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 oh. Und gleich wieder Schaden genommen.
Also der Fernkampfangriff von den Echsen macht schon mal 2 Schadenspunkte, was ganz schön garstig ist. Der Nebel hier ist ganz schön irritierend, aber okay. Da geht's hoch. Ich glaube, wir sind jetzt schon im untersten Gebiet, oder? Bisher haben wir keinen Weg nach unten gefunden. Essen ist gut. Mehr Essen ist... Oh, mehr Essen ist besser. So. Die sind echt doof, die Viecher. Okay, hier lang gucken. Kleiner Mann. Und da waren 2 Statuen. Ich habe es genau gesehen. Ich will nicht nur noch mal hingucken, sonst werden die wach. Oh, warte mal, wir können die Dinger hier dran lassen, oder? Das können wir doch taktisch zu unserem Vorteil nutzen. Ja, nicht wirklich, wenn du jetzt da reinläufst. Ja. Okay, wir sollten sie taktisch abbauen, damit wir hier die Munition bekommen. So. Und nicht die an diesem komischen Typen hier, hallo, verschwendet werden. Mit. Da muss aber irgendein Haken sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich genau das Falsche gerade mache. Weil ich verhalte mich vorausberechenbar und gierig. Damit kann Programmierer arbeiten. Es gibt bestimmt gleich einen Boss hier in dem Level, der fliegt. Und den wir genau in die Fallen hätten locken müssen. Das sind ganz schön viele von euch hier. Wenn die nur einen Ticken stärker wird, wäre das echt ein Problem. So, aber ich denke mal, wir werden zu den 2 Statuen müssen. Die standen nicht bei so einer Art Tempel. Ich lasse ihn mal auf dem Boden. Und ja, ich weiß, was ich gerade gesagt habe, über das ich genau das Falsche mache. Aber wenn ich damit jetzt aufhöre, mittendrin, dann mache ich es noch falscher. Ja. Hier sind sie. Oh, hallo. So. Was haben wir denn hier Schönes? Au. Glückscharm und Dynamit. Dafür einen Lebenspunkt verloren oder sogar 2. Nicht schön. Und wo waren jetzt hier die Statuen? Es sind nicht nur 2. Es sind dezent mehr. Oh. Revive. Ja, das sind mehr als 2. Aber was kriege ich hin? Nee, nicht hier. Nee, nicht hier. Warte mal. Wo war das Ding? Da hinten. Okay. So. Hier irgendwo. Ja, da ist das Ding. Ich mache aber lieber nochmal hier ein Loch. Zing. Aha, sehr schön. Du nimmst den komischen roten Orb. Und drin ist Nyarlathotep. Ja. Sehr gut. Die ganzen Statuen lassen wir Statuen sein. Und gehen zurück hierher. Das war einfacher als gedacht. Primär aber nur wegen unserem Schadensamulett. Denn dadurch konnten wir uns durch den Boden durchschießen. Sonst hätten wir Dynamit finden müssen. Weil ich... Nee. Also die 8 Statuen jeweils, das wäre einfach nur instant tot gewesen. So, dich können wir jetzt hier irgendwo hinsetzen. Gut, fehlt nur noch eine. Und wir haben eine neue Welt. Eventuell die letzte Welt. Wenn es wirklich die letzte Welt wäre, dann wäre es ein bisschen mau für das Spiel. Also ja, es hat Spaß gemacht. Ja, wir sind gerade mal bei Folge 11 oder so. Also nicht sehr langwierig.
Nächste Welt erwartet dich. Schwing. No, schön unheimlich. Mischung aus versunkenem Tempel und verlassenem Boot. Und wieder Kapuzenmenschen, die andere Farbe haben. Aber na gut. Wir haben 16 Schlüssel. Davon können wir ruhig ein paar verbrauchen. Nix. Nix. Ich hätte gern... Was hätte ich denn gern? Wir haben viele Schlüssel, wir haben viel Munition. Eigentlich brauchen wir echt nur Artefakte, damit ich länger überlebe, falls irgendwas ganz Dramatisches passiert. Also irgendeiner der Ältesten selber auftaucht und wir gegen ihn kämpfen müssen oder so. Oder ich einen Stachanfall. Was ist da an der Wand? Was weiß, wäre nicht so klug. Da an der Wand, guck mal da. Hallo? Okay. Ich erschieß die Augen einfach mal. Du stehst nicht wieder auf. Jetzt bin ich aber neugierig, was er dabei hat. Zwei Pistolenkugeln. Was macht ihr? Hallo? Ja. Sie machen was. Wenn man genau in sie reinläuft, machen sie was. Man sollte nicht genau in sie reinlaufen. Oh, die halten zwei Schläge aus. Kann ich die töten aus Entfernung oder explodieren sie dann auch wieder? Ja, das geht, okay. Trotzdem soll ich wahrscheinlich einfach schießen. Ich meine, ich habe 46 Schuss, das ist doch... Ups. Ah, doch, drei Kugeln ist okay für den Schlüssel. Noch ein Springbrunnen wäre schick. Wusch. Irgendwas Tolles? Nö, nur ein weiterer Zugang. Was haben wir hier? Eine Sturdy-Statue. Was haben wir auf Rechtsklick eigentlich? Springen, ne? Ja, nee. Springen können wir auch so jetzt schon wegen dem Schuhen. Materialize Power. Benutze diese Barriere, um Gegner zu blockieren. Oder um schwer zu erreichende Plätze zu erreichen. Sei vorsichtig, es ist möglich, dich selbst gefangen zu nehmen. Ja. Also ich kann jetzt hier einen Block hinsetzen. Das kostet nur einen Punkt. Das ist... Das hier ist ein wandelnder Lovecraft-Witz. Weil er hat hier geschlafen auf dem Boden. Und er ist ein Ältester. Also nicht wirklich ein Ältester, aber er ist ein älteres Wesen, das auf dem Boden liegt und schlummert. Ja, gut, lassen wir das. Die ganzen Augen können weg. Oh, okay. Man sollte es doch nicht im Nahkampf machen. Pistole aus. Ich brauche Essen. Das sieht nicht gut aus. Ah, okay. Kann man zerstören? Ist nur die Frage, ob wir es wollen. Ich glaube, ich springe einfach hoch. Warte mal, wir machen das da weg. Springen da hoch, dann hier hoch. Sprengen dich weg, gehen da durch. Und haben jetzt die ganze Stachelgeschichte übersprungen. So. Und haben hier... Nix. Hier nix. Und einen Shop. Ich hätte gerne dich kaufen. Und dich kaufen. Siehst sehr interessant aus. Kauf endlich was. Ja, okay. Nö. Da ist mir das Geld zu wichtig, denn das Geld bedeutet Leben. Also Leben, Leben, nicht Lebenspunkte, ne? Die Stacheldinger, lassen wir mal Stacheldinger sein. Da ist wieder ein Schlummernder. Oh, da hinten ist irgendeine wichtige Tür.
So. Oh, hallo.